Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Bundespräsident Gauck hat die Mitbestimmung, die deutsche Mitbestimmung als Kulturgut bezeichnet, was, glaube ich, schon mal darstellt, wie einzigartig die Mitbestimmung ist, die wir in Deutschland haben. Die BDA, der DGB sprechen von Eckpfeilern der deutschen Sozialordnung und ein Teil der deutschen Wirtschaftsordnung. Das ist alles richtig. Meine Herren, es ist ja unbestritten, die Mitbestimmung in deutschen Unternehmen ist eine wichtige Rolle, eine wichtige Säule der Unternehmenskultur. Vielmehr die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie haben in Deutschland, wäre ohne Mitbestimmung unmöglich. Und somit ist es richtig, für Mitbestimmung zu kämpfen, vor allem wenn man weiß, wo die Mitbestimmung herkommt. Und wenn wir überlegen, aus der Montangesetzgebung, wir haben es vorher schon erwähnt, was das Ziel war, nämlich nicht mehr Flexibilität, was heute jeder lobt, was auch bei Ihnen im Antrag steht. Wir sind gut über die Finanzkrise gekommen. Das war nie das Ziel. Das Ziel bei der Einführung der Mitbestimmung war, erstens die Kontrolle wieder in deutsche Hand zu bekommen. Das war eines der Ziele. Und das zweite Ziel war, diese unauflösbar, scheinbar unauflösbare Konfliktsituation zwischen Kapital und Arbeit per Zwang zu verzahnen. Und was hat sich daraus ergeben? Das Gegenteil. Wir haben erlebt, dass es kein unauflösbarer Konflikt ist. Wir haben erlebt, wie die Kollegen vorher ausgeführt haben, dass wir durch die Mitbestimmung Prosperität erreicht haben, dass wir durch die Mitbestimmung viel flexibler auf schwierige Situationen reagieren können, sei es in der Finanzkrise und sei es in der Wirtschaftskrise. Nur mal nachgedacht, wo wir herkommen. Seit 1920, 67 ist alles schon genannt worden. So, und jetzt haben wir auch noch erlebt, dass wir die Mitbestimmung weiterentwickelt haben. Nicht nur gesetzlich, sondern auch in den Unternehmen. Wir erleben ein partnerschaftliches Verhältnis in der Mitbestimmung. Wir erleben in der Regel auch ein gutes Miteinander in der Mitbestimmung. Wir haben geringe Streiktage. Wir haben im Streik eigentlich immer noch die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Die Fronten verhärten sich nicht. Und somit, glaube ich, können wir hier auch ein Beispiel geben, wie man vernünftige Mitbestimmung auch im europäischen Kontext umsetzen kann. Soweit die Zustimmung. Ja, Frau Müller-Gemmecke, jetzt muss ich schon mal was sagen. Ihr Antrag ist sicherlich... Ja, ist vielleicht vom Titel her gut, hat aber mit dem Titel nichts zu tun. Erstens widerspricht er sich inhaltlich. Zweitens, wenn Sie wirklich daran interessiert sind, neben diesem etwas langweiligen bis uninspirierten Antrag, wirklich daran interessiert sind, was für die Menschen, für die Unternehmen und für die Mitbestimmung zu tun, dann wird es nicht funktionieren, es national zu lösen, sondern, wie Sie richtig sagen, in Punkt 7 Ihres Antrags, eine europäische Lösung herbeizuführen. Wenn man sich aber nur rudimentär, nicht mal tief, ich sage nur rudimentär mit dem Thema beschäftigt, dann stellt man fest, dass 14 Länder in Europa überhaupt keine Unternehmensmitbestimmung haben, sondern wenn überhaupt betriebliche Mitbestimmung. Dass seit allen Versuchen, das europäisch zu harmonieren, es immer an der sehr guten, aber doch starken Unternehmensmitbestimmung in Deutschland europäisch scheitert. Das heißt, wenn Sie einmal, Frau Müller-Gemmecke, wenn ich jetzt schon direkt mit Ihnen spreche, wenn Sie schon bei Punkt 7 Ihres Antrags fordern, eine europäische Harmonisierung herbeizuführen, aber Punkt 1 bis 6 dazu führen, die nationale Gesetzgebung unbegründet und sogar unbegründet in Ihrem Antrag, also diese drei Zeilen bei der Ausweitung der Mitbestimmungsgesetzgebung, das als einen vernünftigen Antrag zu bezeichnen, das ist schon grenzwertig. Ein 1 bis 6, eine Ausweitung national fordern, dann 7 sagen, aber europäisch werden wir uns einigen, das hat mit der Sachlage überhaupt nichts zu tun. Das wird weder der Unternehmensmitbestimmung in Deutschland helfen, noch irgendjemand. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie wirklich was tun wollen, müssen Sie mit dem Antrag noch mal nach Hause gehen, den überarbeiten und sich vielleicht vorher auch mit dem Thema beschäftigen. Wir werden diesen Antrag, und zwar aus sachlichen Gründen, weil er einfach schlecht ist, inhaltlich, handwerklich schlecht, ablehnen. Es hat aber nichts damit zu tun, wie wir die Mitbestimmung weiter bearbeiten und verändern müssen. Denn natürlich müssen wir die Mitbestimmung verändern, weil die Zeit, die Arbeitsverhältnisse, die Arbeitsmodalitäten sich ändern. Das liegt einmal daran, dass die klare Trennung zwischen Arbeitnehmer und der Kapitalseite
immer sich mehr aufweicht. Das heißt, immer mehr Arbeitnehmer sind auch Aktionäre in Firmen. Das heißt, ich kann das schon anders beurteilen. Punkt 2, wir kommen. Das ist keine gewagte Ansage, ich habe das selber erlebt. Ich komme auch aus der Metallindustrie, Metall- und Elektroindustrie, und bei uns hat es ein Aktienpaket gegeben, jedes Jahr für jeden Mitarbeiter 10 Aktien. Das ist gelebte Realität. Sie haben nur wieder bewiesen, wie weit dass Sie von den Menschen in diesem Land entfernt sind mit Ihrem Einwurf. Punkt 2. Ich versuche Ihnen jetzt gerade ein paar Lösungsvorschläge zu machen, wie Mitbestimmung richtig handwerklich gut verbessern kann und nicht nur plakativ. Punkt 2, wir sollten uns mal darüber unterhalten, wie wir denn mit dem Wahlrecht umgehen. Dem Wahlrecht für die Aufsichtsräte. Wir haben divergierende Möglichkeiten. Einmal sind es Delegiertenwahlsysteme, einmal ist es die unmittelbare Beteiligung. In anderen Bereichen gibt es die Beorderung oder die Festlegung auf einen Gewerkschaftssekretär. Wissen Sie, ich glaube, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land wissen ganz genau, wer richtig gut ihre Interessen im Aufsichtsrat versetzt und nicht nur besetzt, sondern auch vertritt. Lassen Sie uns doch mal darüber diskutieren, ob wir nicht eine klare, unmittelbare Wahlpflicht einführen für alle Aufsichtsräte. Lass uns doch mal die Arbeitnehmer über alles abstimmen und nicht die Gewerkschaftssekretäre von außen in die Kontrollorgane hineinsetzen. Und als weiterer Punkt, wie können wir den Wahlen besser gestalten im Jahr 2017? Ich glaube, wir müssen uns auch hier modernisieren, elektronische Wahlverfahren einführen, um mehr Partizipation der Belegschaft an Aufsichtsratswahlen dann auch mitzubekommen. Ich kann nur dafür werben, dass wir die gute Mitbestimmung, die wir haben, verteidigen in Deutschland, für eine europäische Lösung werben, Schaufensteranträge wie heute ablehnen und damit auch Gutes für die deutsche Wirtschaft und somit für die deutschen Arbeitnehmer tun. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Klaus Bartel spricht als letzter Redner in dieser Aussprache für die SPD-Fraktion.